meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Luzi bereist. Heute ist Luzi nämlich mit seinem Flugzeug zu den Falklandinseln geflogen. Wie? Die Falklandinseln kennt ihr nicht? Nun, ich muss zugeben, dass ich anfangs auch erstmal fragen musste, wo die sind und was eigentlich das Besondere daran ist. Aber da hat er gesagt, der Luzi, warte ab bis in ein paar Tagen, dann kommt ja eh eine neue Folge von mir raus. Und so ist es auch. Und jetzt einmal eine Live-Schaltung zu unserem Luzi. Hallo! Ja, hallihallo, lieber Jack und hallihallo, meine lieben Freunde. Ja, ich befinde mich heute hier auf den Falklandinseln. Wie ihr hinter mir sehen könnt, der Union Jack, also der großbritannische Stern. Und daneben haben wir auch das Wappen von den Falklandinseln mit einem richtig süßen, schönen, kleinen Schiffchen. Jo. Ja, aber wo liegen denn die Falklandinseln und wie werden die regiert? Nun, das will ich euch jetzt mal erklären und erzählen. Also, die Falklandinseln oder auch Malvinen, wie sie genannt werden, haben den Wahlspruch in ihrer Flagge Desire the Right. Übersetzt heißt das Begehre das Richtige. Die Amtssprache ist demnach Englisch und die Hauptstadt ist Stanley. Die Staatsform ist die eines britischen Überseegebiets und das Staatsoberhaupt ist demzufolge die britische Königin oder der britische König. Jedoch auf den Falklandinseln vertreten durch einen Gouverneur oder eine Gouverneurin, wie auch einen Regierungschef oder eine Regierungschefin. Die Fläche beinhaltet 12.173 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl beträgt 2.922. Jedoch plus ca. 1.700 stationierte Soldaten dort. Die Währung heißt dort Falklandpfund und eine direkte eigene Nationalhymne haben die so nicht. Die haben da nur God Save the Queen oder halt God Save the King, also die britische Nationalhymne. Die Falklandinseln sind eine Inselgruppe im südlichen Atlantik. Sie gehören geografisch zu Südamerika und liegen 395 Kilometer östlich von Südargentinien und Feuerland. Das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, übernimmt Verteidigung und Außenpolitik. Seit 1833 werden sie von Argentinien sogar beansprucht. Die Falklandinseln waren vor etwa 400 Millionen Jahren Teil des Urkontinents Gondwana. Ursprünglich vor der heutigen Ostküste Südafrikas gelegen, wurde ein kleines Krustenfragment, aus dem heute die Inseln bestehen, isoliert und driftete Richtung Westen. Während des Jura vor etwa 170 Millionen Jahren drehten sich die Landesstücke, die heute Ost- und Westfalkland bilden, um ca. 120 Grad. Die Falklandinseln bestehen aus etwa 200 Inseln, so plus minus, deren wichtigste Westfalkland und Ostfalkland mit je etwa so 6000 Quadratkilometer sind. Also 140 mal ungefähr 50 Kilometer. Die nördlichen Teile der beiden Hauptinseln sind von Hügelketten überzogen. Sie verlaufen in West-Ost-Richtung und erreichen im Mount Osborne, also einen Berg, auf Ostfalkland 708 Meter Höhe. Der zweithöchste Berg heißt Mount Adam und befindet sich auf Westfalkland. Zwischen Ost- und Westfalkland verläuft der breite Falklandsund.
an dem Port Howard liegt. Auch die Ostinsel selbst wird von einem langen Fjord beinahe in zwei Hälften geteilt. An ihrer zum Atlantik blickenden Ostküste liegt die Hauptstadt Stanley mit rund 2000 Einwohnern. Von den übrigen 200 Inseln sind nur etwa 5 größer als 10 Quadratkilometer. Also ist gar nicht mal so viel Fläche. Die heutige Landschaft der Falklandinseln wurde durch die wiederholten Vergletscherungen im Eiszeitalter geformt. Dabei bildete sich vor allem eine glaziale Abtragungslandschaft. Fjorde, Rundhöcker und durch das Eis geformte Seen sind da typisch. In der Nacheiszeit sind viele Landstriche aufgrund des feuchtkalten Klimas vermoort. Also gibt's da auch eine große Moorlandschaft. Zumindest was man so als groß bezeichnen kann, darf, wie auch immer. Die bedeutendsten Inseln sind dabei Barron Island, Beauchen Island, Beaver Island und Bleaker Island. Die Zwergstrauchheiden der Falklandinseln werden aufgrund ihres Erscheinungsbildes zum Teil als Tundra bezeichnet, obwohl das milde Klima und die fehlenden Permafrostböden deutlich von typischen Tundrenklima abweichen. Die Zuordnung der Vegetation ist in der Literatur uneinheitlich. Insgesamt verzeichnet die Flora, also die Pflanzenwelt der Falklandinseln, 278 Arten. Die Inseln sind überzogen von zahlreichen Gräsern, meist Seggen- und Rispengräserarten, sowie verschiedenen Kleearten. Da kann man also ganz toll Kleeblätter pflücken. Eine Besonderheit ist die ansonsten nur in Südamerika heimische Achanitis uniflora. Bäume kommen ursprünglich nicht auf den Inseln vor. Es gibt heute einige wenige angepflanzte Bäume, zumeist Koniferen, aber die sind halt wie gesagt nur angepflanzt. Es gab auf den Falklandinseln nur einheimisches Landsäugetier, den Falklandfuchs, der im 19. Jahrhundert jedoch leider ausgerottet wurde. Daneben gibt es 63 heimische Vogelarten, darunter Albatrosse oder auch die Falklanddrossel, den endemischen Falklandpipier, den Falkland- und den Schopfkarakara. Und an den Küsten brüten sogar Pinguinkolonien. Ja, die mehrere Millionen Tiere umfassen. Außerdem findet man an den Küsten Kolonien von Mähnenrobben, südamerikanischen Seebären und von südlichen Seeelefanten kann man da auch ganz große Augen bekommen, wenn man die da in freier Natur sieht. Heute gibt es auf den Inseln neben den sehr häufigen Schafen zahlreiche eingeschleppte Tiere wie etwa Ratten, Mäuse, Kaninchen und Katzen. Ja, Neuseeland hat da das ganz ähnlich, ne? Denn da leben auch ganz, ganz viele Schafe und ganz, ganz viele Pinguine. Ja, sind die beiden sich zum Beispiel auch gar nicht mal so unähnlich. Das Klima ist kalt, windig und regenreich. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei nur 5 Grad Celsius. Verglichen mit London oder Köln, die auf derselben nördlichen Breite liegen, ist das ein Unterschied von fast 5 Grad Celsius. Das hängt vor allem mit der Landverteilung Nord-Süd sowie dem das Klima der Nordhalbkugel beeinflussenden Golfstrom zusammen. Nur im Hochsommer, also
Dezember, Januar und Februar steigt die Temperatur an wenigen Tagen auf annähernd 20 Grad Celsius. Sonst liegt die durchschnittliche Tagestemperatur auch zwischen Oktober und April bei 8 bis 12 Grad. Verglichen mit europäischen klimatischen Verhältnissen herrschen auf den Falklandinseln selbst in den Frühlings- und Sommermonaten spätherbstliche Temperaturen. Zwischen Mai und September besteht da sogar oft Frost. Tagsüber steigt in diesen Monaten die Temperatur selten auf über 1 Grad bis maximal 3 Grad Celsius. Aufgrund des ozeanisch geprägten Klimas sind strenge Fröste von unter minus 15 Grad aber eher die Ausnahme. Es regnet und schneit an durchschnittlich 200 Tagen im Jahr. Einziger Vorteil, ja, brauchst keine Fenster putzen, weil lohnt sich sowieso nicht durch den Regen und kannst du super toll Schneemänner bauen. Insgesamt ähnelt das Klima eher dem der Shetland- oder Färöer-Inseln im Nordatlantik, wobei die Jahreszeiten auf Falkland noch maritimer, sprich die Sommer kühler und die Winter milder sind. Nicht? Vor der Ankunft europäischer Siedler waren die Falklandinseln komplett unbewohnt. Erst 1592 wurden sie vom englischen Seefahrer John Davis entdeckt, der sie jedoch nur sichtete. Er hatte sich von Puerto Deseado aus auf die Suche nach den anderen drei Schiffen unter dem Kommando von Thomas Cavendish gemacht, war jedoch in einen Sturm geraten, der ihn nach Falkland führte. Es dauerte weitere 98 Jahre, bis die Insel erstmals 1690 von John Strong betreten wurde. Es gab der Meeresenge zwischen den beiden Hauptinseln zu Ehren des Schatzmeisters der Marine und britischen Politikers Anthony Carey, den 5. Viscount Falkland, den Namen Falkland Channel. Der Name Falkland oder Falkland ging später auf die gesamte Inselgruppe über. Die erste Siedlung Port Louis auf Ostfalkland wurde 1764 unter französischer Herrschaft von Louis Antoine de Bougainville gegründet. 1766 etablierten die Briten auf Westfalkland die Siedlung Port Egmont, zogen dort allerdings 8 Jahre später wieder ab. Der argentinische Name Islas Malvinas geht auf die französische Bezeichnung der Inselgruppe Îles Malouines zurück, der sich auf die Seeleute und Fischer aus der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo bezieht, die ersten bekannten Siedler der Inselgruppe waren übrigens. Port Louis wurde schon 1766 an Spanien übergeben. 1811 stellte Spanien den Unterhalt der Kolonie ein, verzichtete aber nicht auf die Souveränität über die Inseln. Seitdem sind die Falklandinseln Gegenstand von Territorialstreitigkeiten. Anfangs zwischen Großbritannien und Spanien, danach bis heute zwischen Großbritannien und Argentinien. Da gibt's nämlich immer Auseinandersetzungen und die sagen dann beide, nee, mir gehört das Gebiet, und der andere sagt, nee, Quatsch, stimmt doch gar nicht, mir gehört das Gebiet. Na, man kennt's ja. 1820 wurde die Inselgruppe von Argentinien physisch in Besitz genommen. Die argentinische Siedlung in Port Louis zählte bis zu 100 Einwohnern. Na, da kannte wirklich jeder jeden.
Das Vereinigte Königreich behauptete seine Ansprüche, indem es 1833 einen Flottenstützpunkt auf der Insel errichtete und die argentinische Verwaltung zum Abzug zwang. 1837 wurde die Kolonialverwaltung eingerichtet. Im Ersten Weltkrieg fand zwischen deutschen Kreuzern und einem überlegenen britischen Flottenverband das Seegefecht bei den Falklandinseln statt. Das deutsche Ostasien-Geschwader unter Vizeadmiral Maximilian Graf von Spee wollte in den Atlantik in Richtung Deutschland durchbrechen und wurde am 8. Dezember 1914 von den Briten unter Vizeadmiral Sir Frederick Derviton Stordi fast vollständig vernichtet. Die militärische Besetzung der Inseln durch Argentinien am 2. April 1982 löste den Falklandkrieg aus. Großbritannien reagierte und landete 7 Wochen später mit Truppen auf den Inseln. Nach kurzen, aber blutigen Kämpfen konnten die britischen Truppen Argentinien am 14. Juni 1982 zur Aufgabe bewegen. Es fielen ca. 900 Soldaten, davon 649 Argentinier, also die starben. Insgesamt kostete der Falklandkrieg mehr als 1000 Menschen das Leben. Seitdem ist eine größere Zahl von Soldaten auf den Inseln stationiert. Im Jahr 2012 nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums 1350 Mann unter dem Kommando des Commander of the British Forces South Atlantic Islands, also dem CBFSAI. Es handelt sich überwiegend um Infanteristen, Pioniere und Funker. Daneben sind verschiedene britische Kriegsschiffe dauerhaft im Südatlantik stationiert, zurzeit unter anderem die HMS Clyde und die HMS Portland sowie mutmaßlich U-Boote der Trafalgar-Klasse mit atomarer Bewaffnung. Im letzten Jahrzehnt hatte sich der latente Konflikt zwar in der allgemeinen Wahrnehmung etwas entspannt, also das kriegsähnliche Andauern auf beiden Seiten, diese komische Situation, diese komische angespannte Lage, die hatte sich da etwas beruhigt. Seitdem hier 60 Milliarden Barrel Öl vermutet werden, haben sich aber viele lateinamerikanische Regierungen mit Argentinien solidarisiert. Die politische Führung des Landes erneuert jedes Jahr den argentinischen Anspruch auf die Inseln, so auch die ehemalige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner. Im Zusammenhang mit den Territorialstreitigkeiten mit Argentinien kündigte die Regierung der Falklandinseln Anfang Juni 2012 für die erste Jahreshälfte 2013 eine Volksabstimmung über den politischen Status an. Die Regierung trug ihr Anliegen außerdem vor den UN-Ausschuss für Entkolonialisierung, wo Kirchner den Anspruch ihres Landes dadurch begründete, man könne keine Inselgruppe als britisches Territorium erklären, wenn es 14.000 Kilometer von Großbritannien entfernt sei. Ja, schauen wir uns doch mal, die Entfernung zwischen Großbritannien und Australien oder die Entfernung zwischen Großbritannien und Neuseeland an, da ist das genauso. Ist das sogar ein bisschen mehr. Die Inseln seien Teil des Südatlantiks und Argentiniens. Der Versuch des Vertreters der Falklandinseln Mike Summers, der argentinischen Staatschefin, nach ihrer Rede einen Brief zu übergeben, in dem er Gespräche mit der Inselregierung anbot, schlug fehl. Als sich der argentinische Außenminister Hector Timmerman weigerte, den Brief an Kirchners Stelle anzunehmen.
Anfang Januar 2013 forderte Kirchner den britischen Premierminister David Cameron in einem offenen Brief auf, die Falklandinseln an Argentinien zu übergeben. Seit 1946 steht das Territorium auf der UN-Liste der Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung. Jo. Am 10. und 11. März 2013 wurde ein Referendum über den zukünftigen politischen Status der Inselgruppe abgehalten. 99,8% der Einwohner sprachen sich für einen Verbleib bei Großbritannien aus. Nur 3 Bewohner stimmten dagegen. Ja, knappe Mehrheit, ne? Stimmberechtigt waren 1672 Menschen, die Wahlbeteiligung lag bei ca. 92%. Ja, wenn das mal hier so in Deutschland wäre. Die argentinische Präsidentin Kirchner hatte allerdings schon im Vorfeld angekündigt, das Ergebnis des Referendums nicht anerkennen zu wollen. Nachdem sich die große Mehrheit der Inselbewohner für eine weitere Zugehörigkeit zu Großbritannien entschieden hatte, bezeichnete Kirchner das Referendum am 12. März 2013 als Parodie, also als, ja, ich will nicht sagen Verarsche, aber irgendwo schon. Der britische Premierminister David Cameron erklärte, dass Argentinien das Referendum anerkennen müsse, und die britische Regierung gab bekannt, dass sie alles tun werde, um die Inseln zu verteidigen. Im März 2016 wurde dann endlich entschieden, dass die Gewässer Argentiniens die Falklandinseln mit einschließen, da die Wasserfläche des Landes gemäß einem Bericht Argentiniens aus dem Jahre 2009 um 1,7 Millionen Quadratkilometer ausgedehnt wurde und zwischen 320 Kilometer und 560 Kilometer von der Küste endet. Die Regierung der Falklandinseln erklärte, dass die UN-Kommission nicht über umstrittene Gebiete entscheiden dürfte und die Auswirkungen der Entscheidung blieben zunächst unklar. Die Bevölkerung stammt überwiegend von Einwanderern von den britischen Inseln ab, die in den 1830er Jahren auf die Inseln kamen. Sie waren durchweg nordenglisch und schottischen Ursprungs. In den 1840ern wanderten auch einige Menschen aus St. Helena und Chile ein. Nach dem Falklandkrieg kam es zu einer erneuten, teilweise aus Neuseeland herrührenden Einwanderung, die die Einwohnerzahl vergleichsweise stark erhöhte. Seht ihr, haben Neuseeland und die Falklandinseln ja noch ein zusammenhängendes Bändchen. Ja, in Falkland kann man also theoretisch auf gebürtige Neuseeländer treffen. Voll toll. 2/3 der rund 3000 Einwohner, ohne das in Mont-Pleasant konzentrierte Militär, wohnen in der Hauptstadt Stanley, die auch zugleich Hauptort von Ostfalkland ist. Der Hauptort von Westfalkland, Port Howard, der über eine eigene asphaltierte Landebahn verfügt, hat nur 22 Einwohner. Von den übrigen Siedlungen auf den beiden Inseln haben weniger als 10 mehr als 50 Einwohner. Die restlichen Siedlungen verteilen sich über eine große Fläche und sind sogenannte Camp Settlements, vergleichbar mit Weilern, bisweilen sogar nur Camps, also Einzelhöfe. Die Falkländer, die sich selbst auch als Kelpers, also Kelp ist das englische Wort für Tang, kennt ihr vielleicht als Seetang, übersetzt die vom Tang Lebenden, bezeichnen, sprechen falkländisches Englisch. Eine Sprachvarietät, die britischem Englisch mit einem Akzent, der unter anderem an das Schottisch und das Norfolk-Englisch erinnert.
Des Weiteren gibt es viele Lehnwörter, die aus dem Spanischen kommen, besonders die Viehhaltung und den Umgang mit Pferden betreffend. Die Religionszugehörigkeit ist überwiegend protestantisch. In Port Stanley gibt es die anglikanische Christchurch Cathedral, also die Christkirchenkathedrale. Der dortige Pfarrer ist direkt dem Erzbischof von Canterbury zugeordnet. Und eine katholische Kirche und Gemeinde, die eine eigene apostolische Präfektur bildet, die apostolische Präfektur Falklandinseln oder Malvinen genannt. In Stanley gibt es in einem 1981 ursprünglich für die argentinische Fluglinie Lineas Aéreas del Estado, also dem LADE, erbauten Haus ein Museum, das Gegenstände und Dokumente zur Geschichte der Inseln zeigt. Im Hafen von Stanley gibt es einen Lehrpfad entlang einer Reihe von Schiffswracks, die dort teilweise seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegen. Also Lehrpfad heißt nicht, dass da alles leer steht, sondern dass man da etwas lernen kann. Ne? Der Nationalfeiertag ist der 14. Juni als Befreiungstag von der argentinischen Besetzung. Wie schaut's denn mit der Politik dort aus? Seit 1985 hat Falkland eine eigene Verfassung, die 2008 durch eine neue am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Verfassung ersetzt wurde. Das Parlament besteht aus dem Gouverneur, dem Chief Executive sowie 8 auf 4 Jahre gewählten Mitgliedern. Da auf Falkland Parteien keine Bedeutung haben, handelt es sich um Unabhängige. Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln, ja, die heißen wirklich so, Sandwich-Inseln, werden vom Gouverneur in Personalunion als Kommissionär mitverwaltet. Oh, das ist ja nett. Die Regierung, also die Executive Council, setzt sich zusammen aus dem Gouverneur, dem Chief Executive, dem Financial Secretary und 3 Mitgliedern des Parlaments. Letztgenannte werden jeweils für ein Jahr vom Parlament gewählt. Infolge des Falklandkrieges, an dessen Anfang die wenigen bis dahin auf den Falklandinseln stationierten britischen Soldaten den argentinischen Truppen chancenlos unterlegen waren, wurde die Präsenz der britischen Streitkräfte deutlich verstärkt. Im Jahr 2012 waren noch etwa 1350 Soldaten aller 3 Teilstreitkräfte auf den Inseln stationiert. Der zentrale Stützpunkt ist RAF, hat aber nichts mit den verrückten Bombenattentätern in Deutschland zu tun, sondern bezieht sich auf den RAF Mount Pleasant. Die British Army hat dort Infanterie, Pionier- und Kommandoeinheiten stationiert. Neben der Überwachung der Inseln sind diese vorrangig für das Räumen von Minen und Munition aus Zeiten des Falklandkrieges zuständig, die noch heute Teile der Inseln zu Sperrgebieten machen. Die Royal Air Force, also die RAF, hat in Mount Pleasant ein Vickers VC-10 Tankflugzeug, 4 Eurofighter, Typhoon FGR-4 Kampfflugzeuge, ein Herkules Transportflugzeug sowie mehrere Transport- und SAR Hubschrauber stationiert. Hui, eine ganze Menge, da kann man den Hubschraubern jeden Tag beim Fliegen und Landen zugucken, ganz toll. Der Stützpunkt dient zudem der zivilen Versorgung der Inseln im Überseeverkehr.
Darüber hinaus kreuzen regelmäßig britische Atom-U-Boote im Südatlantik, deren Fahrten jedoch geheim gehalten werden. Im März 2010 soll nach Presseberichten ein Angriffs-U-Boot der Swiftsure-Klasse Richtung Falklandinseln in Marsch gesetzt worden sein. Seit Februar 2012 wird über ein Boot der Trafalgar-Klasse spekuliert. In Notfällen konnte früher das Antarktis-Patrouillenschiff HMS Endurance hinzugezogen werden. In Mount Pleasant ist außerdem eine Abordnung der Royal Marines stationiert, also der königlichen Marine. Die britischen Streitkräfte können im Ernstfall von der Falkland Islands Defense Force unterstützt werden. Diese setzt sich aus Bewohnern der Inseln zusammen und ist im Stil einer militärischen Reserveeinheit organisiert. So, kommen wir nun mal zur Wirtschaft. Falkland hat eine eigene Währung, wie schon gesagt, das Falkland-Pfund. Dieses ist 1:1 an das britische Pfund gebunden. Es ist übrigens die Währung, die weltweit am wenigsten genutzt wird. Das Außenhandelsdefizit macht etwa die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Inseln sind also völlig von Großbritannien abhängig. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum so viele gesagt haben, dass die weiterhin zu Großbritannien gehören wollen, ne? Kleiner Scherz am Rande. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt bei etwa 20.800 Euro. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 6% unter dem Durchschnitt des Vereinigten Königreichs. Produkte der verbreiteten Schafzucht sind neben Häuten und Talg das traditionelle Exportgut Wolle. Handelspartner ist hauptsächlich Großbritannien. Daneben erlangten seit Mitte der 1980er Jahre die Fischerei und die Fischverarbeitung wachsende Bedeutung. Bei der Zerlegung der Wale werden Fischbein und Walöl hergestellt. Die Fischindustrie trägt heute über 50% zum Bruttoinlandsprodukt der Inseln bei. Über weitere Industrie bzw. industrielle Produktion verfügen die Inseln jedoch leider nicht. Ein weiteres wirtschaftliches Standbein ist die Vergabe von Fischfanglizenzen an ausländische Unternehmen. Dies führt manchmal zu Konflikten mit dem Nachbarland Argentinien, das die Inseln beansprucht und in diesem Fall den Standpunkt vertritt, dass die exzessive Fischerei in dieser Region zu ökologischen Schäden auch im argentinischen Teil des Südatlantiks führe. Jedes Jahr besuchen rund 60.000 Touristen die Inseln. Der überwiegende Teil davon sind jedoch lediglich Tagesausflügler, die im Rahmen von Kreuzfahrten hier Station machen. Die Zahl der jährlich per Flugzeug anreisenden Touristen wird mit rund 1600 angegeben. Die Falklandinseln können von Großbritannien aus mit der britischen Luftwaffe erreicht werden. Die RAF fliegt bis zu dreimal wöchentlich zwischen Bryce Norton in Oxfordshire und Mount Pleasant auf den Falklandinseln. Von Mount Pleasant gibt es auch Flugverbindungen nach Chile. Der Inlandsverkehr wird von der Falkland Island Government Airline System, also dem FIGAS, mit einer Flotte von 6 Briten, Normen, BN, 2 Isländern gewährleistet, die ihre Flugpläne täglich auf Vorbestellung nach Bedarf zusammenstellt. Die Flugpläne werden am Vorabend per Radio bekannt gegeben. Der Inlandsverkehr nutzt den Flughafen Port Stanley als Ausgangsbasis.
Bei den über die Inseln verstreuten Siedlungen bestehen Landesplätze oft nur Rasenstreifen oder ein geeigneter Strand. Es gibt eine Fährverbindung zwischen der Ost- und Westinsel, also New Haven nach Port Howard bzw. umgekehrt. Schiffsverkehr zwischen den anderen Inseln besteht nur für den Warentransport. Die einzige ausgebaute Straße außerhalb der Ortschaften besteht zwischen Port Stanley und dem Militärstützpunkt Mount Pleasant rund 50 Kilometer. Im Hafenbereich von Port Stanley gab es eine Eisenbahn zum Gütertransport, die aber schon seit Jahrzehnten stillgelegt ist. Seit Dezember 2005 gibt es ein auf dem GSM Standard basierendes Mobiltelefonnetz. Im Wesentlichen deckt es die Gebiete um Port Stanley und Mount Pleasant ab. Ja, das war's von mir hier live von den Falklandinseln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Dann geht's für mich nämlich nach Asien, um genauer zu sein, nach Bhutan. Bis dahin, tschüss! Ja, das war's also wieder von und mit unserem Luzi. Ja, war doch gar nicht mal so uninteressant, was es da so über Falkland zu erfahren gab. Also bis dann. Habt eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal in Bhutan. Ich wünsche euch was. Ciao.